Hallo und herzlich willkommen zurück in Hogwarts. So, die Tiere sind gewässert, die Blumen sind abgefressen. Wir haben ganz viele Tränke, die einköcheln, die wir nicht mehr mitnehmen können, weil wir komplett voll sind mit Tränken. Nur mit dem hier nicht. Und beim Fokustank fehlt uns vor allen Dingen Flussgrasstamm. Die habe ich jetzt gerade aber frisch angebaut. Nur Sumpfkratlerzungen haben wir halt auch nicht so richtig. Und den chinesischen Kaukohl haben wir noch nicht angepflanzt. Aber macht nicht, so oft benutzen wir die gar nicht. Wir sollten sie eigentlich viel öfter benutzen. Aber hey, und dann nehmen wir vielleicht auch den Kaukohl erstmal nicht, sondern wieder die Araune da unten rein. So, dann die Zauberslots sind ein bisschen durcheinander gewirbelt. Aber wir haben ja einen schönen neuen Zauber, den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich bin sicher, da wird nichts Übles draus erwachsen. Wir haben übrigens den Flavortext noch nicht vorgelesen. Crucio, unverzeihlicher Fluch, führt dazu, dass sich die meisten Gegner vor Schmerz krümmen, während sie mit der Zeit Schaden erleiden. Wirkt außerdem ein Fluch auf das Opfer. Verfluchte Gegner erleiden zusätzlichen Schaden. Oh ja, bitte. So, dann brauchen wir unseren Kontrollzauber und unseren Kraftzauber. Wir nehmen mal den da einfach. Und dann suchen wir uns unsere nächste Aufgabe aus. Aufträge. Wir haben erstmal, das brauchen wir nicht machen. Das dauert noch mit den Schlüsseln. Rette Biscuit. Finde das Wildgranager, in dem Biscuit festgehalten wird. Ach, das haben wir in Hogsmeade in der letzten Aufnahme mitgenommen, die Quest. Und da müssen wir noch jede Menge Demigeises für finden. Ich würde sagen, und der Bruder. Ich würde sagen, wir fangen mit Biscuit an, dann machen wir den Bruder und dann machen wir die Hauptquest. Damit wir nicht so viele Nebenquests in die nächste Runde mitnehmen. Aber da fällt mir ein, wir müssen auch noch identifizieren und verkaufen gehen. Von daher passt das mit Hogsmeade eigentlich ganz gut. So. Wir haben neuen Krempel. Und es ist alles schlechter als das, was wir bisher anhaben. Dann können wir mal gerade durchgehen. Du bist nicht besser als das, was wir anhaben. Das ist alles nicht besser. Das ist nicht besser. Das ist auch alles schlechter als unser aktueller legendärer Schal. Dann haben wir hier noch Gedöns. Das ist schlechter. Haben wir das beim letzten Mal? Sind wir da durchgegangen? Aber ich meine, wir haben ja noch nicht identifiziert gehabt. Vor allem, weil hier gerade nirgendwo neu neben steht, ist das. Gut, das ist alles vollkommener Mumpitz. Das ist sehr gut. Auf nach Hogsmeade oder wo auch immer uns das Wilderer Lager jetzt hinführt. Weltkarte. Da oben hin. Da haben wir ja nicht mal einen Punkt hin. Wir haben da die Truhe, wir haben da nichts. Dann nehmen wir, würde ich mal sagen, den Punkt. Was haben wir hier? Ah, da haben wir einen Astronomie-Altar und da haben wir noch zwei Schatzgewölbe, die wir mitnehmen können. Dann nach Upper Hogsfield und da verkaufen. Was haben Sie jetzt vor? Verkaufen gehen. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Der bringt auch immer dieselben Sprüche, ne? Vielen Dank für die großzügige Hilfe. Ja, kein Ding. Madame Beaumont, könnte ich Sie kurz sprechen? Sehr gerne. Wo Sie uns doch so tatkräftig dabei geholfen haben, uns Ranrocks Anhänger vom Hals zu schaffen. Mrs. Sprottle erzählte mir ein bisschen was über Ihren Bruder Bardolf. Oh, die liebe Dorothy. Sie würde selbst nach Bardolf suchen, wenn sie könnte. Ja, werden wir schon noch tun, aber hatten wir das Gespräch nicht schon? Sie erwähnte schwarze Magie und sogar die Erschwinderinnen. Trotz meiner ausdrücklichen Warnungen experimentierte Bardolf drüben am Waldesrand mit schwarzer Magie. Ich dachte, er würde davon ablassen und es würde irgendwann aufhören. Aber eines Tages kam er nicht nach Hause. Mir das schon? Ich bin mir unsicher. Also die ganze Geschichte, ja, ich erinnere mich, dass wir darüber geredet haben mit der anderen Dame auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich gerade nur mit ihr handeln, aber gut, dann hören wir uns jetzt doch nochmal alles an. Könnte er davongelaufen sein? Nein, er würde mich hier nie alleine lassen. Er sprach davon, mit Victor Rookwood reden zu wollen. Das beunruhigt mich fast mehr als seine Experimente mit schwarzer Magie. Rookwood ist meiner Meinung nach ebenso gefährlich wie Ranrock. Durchaus. Ist was dran? Hat Ihr Bruder irgendetwas mitgenommen, das uns helfen könnte, ihn zu finden? Hm,
Nur seine Tasche, sein Tagebuch und ein Wollpullover, den ich ihm gestrickt habe. Das ist alles, wovon ich weiß. Das kam mir jetzt nicht so bekannt vor. Ich melde mich, wenn ich etwas sehe oder höre. Ach, danke. Das ist nett. Ich wäre so dankbar, wenn ich wüsste, wo er ist. Ich weiß tief im Innern, dass er da draußen ist. Aber geben Sie Acht. Ich wollte ja eigentlich nur Geld haben. Was verkaufen Sie hier? Ne? Ist mir... Bardolf, wo bist du? Was verkaufen ich Sie hier, Bardolf? Das ist schwierig und ich bin immer noch für einen Button alles verkaufen. Habe ich jetzt die falsche Quest ausgewählt? Ich wollte doch eigentlich erst das Mondkalb suchen gehen, aber jetzt sind wir tatsächlich hier sowieso in dem Dorf, wo das mit Bardolf ist. Dann müssen wir gleich nochmal gucken, welche Quest denn jetzt hier eigentlich am nächsten dran ist. Meinen aufrichtigen Dank. Das war sehr tapfer. Was denn? Dir das Zeug zu verkaufen? Ja, das hat mich auch sehr viel Mühe gekostet. Tschüss. Ich danke für Ihren Besuch. Jo, kein Ding. Nee, wir haben das Wildererlager im Ziel. Also soweit eigentlich alles okay. Gibt's hier noch eine Demi? Nein, wir haben hier schon alles. Okay, dann würde ich sagen, wir liegen aber erstmal darüber, nehmen die beiden Schatzgewölbe und die Astronomiestunde mit. Wie ging das? Ach ja, so ging das. Oh, Upper Hogsfield ist jetzt sicherer. Und dafür danke. So, dann haben wir es ja schon gefunden. Und ich glaube, genau vor dem haben wir auch schon mal gestanden, oder? Und wussten nicht, was wir damit tun müssen. Kann das sein? Können wir... Ich meine, es ist ja gerade Nacht, also da! Okay, wie war das? So, rotieren. Das sieht ja erstmal ganz gut aus. Und jetzt zoomen, bis es passt. So zum Beispiel. Das ist ein Löwe. Und was hat uns das jetzt genau gebracht? Hier erscheint keine Seite, keine Truhe, kein gar nichts. Wahrscheinlich eine Herausforderung. Na gut, dann auf den Besen. Revelio. Und abwärts. Was haben wir denn da so alles rumstehen? Das ist ja schon wieder... Sind das Inferi? Nein, nicht V, mehr B. Das sind Inferii. Gut, dann können wir mit unserem ganzen Gedöns so eigentlich nichts tun, aber so schon. Kann man die foltern? Konfrinto! Kurzio! Ich habe das Gefühl, die spüren keine Schmerzen. Konfrinto! Essentia! Was ist das mit ihm schon? Okay. Komm, trink! Platz hier! Defendo! Das war ja jetzt weniger schwierig. Das ist gut. Ja, immerhin, dieses Schatzgewölbe war mal bewacht. Das ist ja ungewöhnlich. Wir kommen hier gar nicht rein. Wir kommen da nicht rein. Wir müssen erst unseren Schallschraubenzieher aufwerten. Aber es gab doch noch eins, nämlich da. Kommen wir denn da rein? Da müssen wir auf jeden Fall auch wieder runter für. Da haben wir noch einen Hauch der Toten übersehen. Das ist ja unverzeihlich. So, abwärts geht's. Die sahen auch schon mal besser aus. Wer? Revelio. Ich ist auch geschlossen. Was ist das denn? Aber das sieht nach einem Nicht-Stufe 3 aus. Ja, es ist Stufe 1. Das Hallo, kriegen Humora. Wir hin. Das ist ja gar kein Problem. Da war es auch schon. Und da war es auch schon. Auf mit dir. Ja, gut. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Lumos! Stell dich nicht so an. Hier ist nie was drin. Da ist eine Truhe. Also an Gegnern. Hier ist immer eine Truhe drin, aber hier sind nie Gegner drin. Und 13 Millionen. Das war es wahrscheinlich auch schon. Ja, und wieder dieses
Das Wappen haben wir aber auch schon gesehen. Dieses, ich vermute, soll ein Phönix darstellen. Da. Wie kommt hier so krasses Sonnenlicht rein in der Nacht? Das ist aber ein Mysterium. Na gut, es ist in Ordnung. Ich akzeptiere das einfach so. Da haben wir noch einen Adelsmantel. Rebellion. Gut, aber haben wir zumindest eins mitgenommen. Das ist ja schon mal was. Dann gehen wir jetzt, was ist da noch? Hüter des Bruders. Das ist quasi auch direkt da oben. Dann fangen wir mit diesem Wegpunkt an. Moment, hier sind noch Mondsteine. Wenn sie denn nicht hinter den Felsen sind, nehme ich sie gerne mit. Rebellion. Sehr gut. Rebellion. Das war's jetzt aber. Alles klar. Und hoch mit uns. Und dann darüber. Gucken, ob wir zwischendurch noch was finden. Ja, es gibt hier noch so viel. Was ist denn das da? Was ist das für ein Symbol? Und was sind das für Viecher? Kriegen wir die jetzt auch auf der Karte? Ja, das kriegen wir. Und es ist ein berüchtigter Gegner. Ein beeindruckender und gerissener Feind. Zügelloser Sumpfkrattler. Ja gut, in dem Fall. Und hier gibt es auch noch eine Ballon-Herausforderung, wie es aussieht. Wir landen mal. So. Rebellion. Ich glaube, Sumpfkrattler waren relativ nervig als Gegner. Da war irgendwas mit vom Baum hängen oder sowas. Kozio. Das funktioniert. Da kommt der nächste. So, können wir den auch mal kurz rausnehmen? Das wäre doch schön. Ja, okay, das Hände bringt irgendwie nicht so lange, die verflucht wird. Da kommt der nächste. Gehen wir mal kurz raus. Und schon kommen die nächsten. Ja, ich würde ganz gerne ein bisschen Ruhe hier reinbekommen. Funktioniert aber gerade nicht so. Vor allen Dingen sehe ich nichts. Sehr gut. Ja, hinten. Entspann dich mal für eine Weile. Und du auch. Und da kommt der nächste. Wisst ihr was? Machen wir das erstmal so. So, dann könnt ihr damit ein bisschen rumspielen. Dann verbrauchen wir doch mal ein paar von unseren Tränken. Wir haben ja aktuell genug davon. So, du bist mal kurz raus. Schön, dass mit Protego auch ist, das ist schwierig, das in der Menge hier zu machen. So, ich glaube, das mit der Menge hat sich jetzt aber auch gerade ein bisschen erledigt. So, das sieht doch gut aus. Ja, die Verbrauchsgegenstände sind ziemlich gut, wenn man sie denn mal benutzt. So, was ist jetzt hier mit diesem berüchtigten Gegner? War der jetzt dabei? Ich habe nämlich nicht drauf geachtet. Also so gar nicht. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte auf die Karte. Das ist nicht die Karte. Das Symbol ist weg. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, dann haben wir es ja.
Und kein Schatzgewölbe oder Truhe oder sonst was dahinter. Ich bin enttäuscht. War das vielleicht die Herausforderung, die wir gerade abgeschlossen haben mit dem, hier stehen nicht gesammelte und so weiter zur Verfügung? War das vielleicht der ominöse, berüchtigte Gegner? Nehmen wir den mit. Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt... Wilderer, Garnuff hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Ja, später. Wo sind die restlichen Ballons? Das waren hier jetzt gerade mal zwei. Das müssen doch wohl fünf sein. Oder wie sehe ich das? Revelio. Das ist schwierig. Ach, da oben. Da oben ist noch einer. Und da unten ist noch einer. Das wird jetzt wahrscheinlich die völlig falsche Reihenfolge sein, aber ich weiß wirklich nicht, wo die anderen so sind. Wo war er? Er war irgendwo weiter unten. Da ist er. Die sind zumindest mal Nummer 4. Man braucht scharfsinnige Augen. Aber da fehlt halt immer noch einer. Meine Augen sind scharf wie die von einem Niffler auf einem Goldberg. Oder wie ein Nockschwanz, der ein Ferkel sieht. Ich prahle nicht, ist wahr. Was kann ich für meine natürlichen Gaben? Sie ist richtig gut, ich merke das schon. Wo ist der letzte Ballon? Es ist ein bisschen schade, dass man hier so künstlich limitiert ist, wie man die Maus bewegen kann auf dem Besen. Ich würde gerne wirklich einfach nach unten gucken zum Beispiel oder nach oben, aber ich kann nur rechts und links. Da sind noch mehr Testrale. Aber wir haben ja schon Shiny. Tja. Das wird wahrscheinlich wieder eine Herausforderung da mit den Vasen, so wie ich das sehe. Ja, da werden auch schon 20 Vasen angezeigt. Tja. Der letzte Ballon wird für immer verschollen bleiben, wie es aussieht. Revelio. Naja, vielleicht finden wir ihn ja durch Zufall noch. Gut, Wilderer habe ich gesehen. Ja, dann gucken wir mal, wie gut deine Augen so sind. Da kommen wir nicht durch. Kritikus total. Das waren ja richtig gut, die Augen. Das, Revelio. So. Der läuft da gegen den Kasten. Sehr gut. Sehr gut, die hat sich direkt wieder beruhigt. Na? Die stellt sich genau an dieselbe Stelle wie ihre Schwester. Revelio. Na, das wird ja schwierig hier. So. Zwei haben wir noch auf dem Schirm. Eine Woche durch. Guck doch mal. Okay, Mega Power ist voll. Das ist sehr gut. Lumos. Das war der falsche. Crucio. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ja, Mega Power ist immer noch voll. Haben wir den jetzt zerlegt? Mega Power ist voll, ja. Crucio. Komm rein. Crucio. Deckung.
Du wirst niemals allein. So. Revelio. Ja, das war doch. Das war okay. Und Sammlung aktualisiert. Entwaffnung 2. So, wir werden die Viecher natürlich gleich befreien. Ist ja wohl gar keine Frage. Aber... Ja gut, wenn hier nichts mehr ist, dann können wir Hallo, ja hier Homora. Ein bisschen... Hallo, Homora. Da war es doch schon. Da ist es. Also gut. Wer von euch ist Biscuit? Jo, nee, den wollte ich gar nicht. Den wollte ich auch nicht. Den wollte ich eigentlich. Ich vermute, wir müssen dich einfach einfangen. Jo. Na gut, es geht. Bringen wir dich zu Garnuf zurück. Ja, später. Nicht jetzt direkt. Nee, Tee will ich eigentlich gar nicht. Was hatten wir da eben liegen? Wir hatten da Depulso. Jo, okay. Nee, Quatsch, nicht Depulso. Descendo hatten wir da drin. Oder Descendo. Ich weiß es nie. Wie immer, ich weiß es nicht, wie das Ding genau heißt. So, wir wollten auf jeden Fall da das Ding noch holen. Aber wenn wir gerade sowieso schon mal hier sind. Da ist ein Banditenlager. Da ist ein Schatzgewölbe. Ich würde sagen, wir machen hier so die Runde einfach. Dann fangen wir mit dem da an. Contango! Nee. So rum.